Die Bundeswehr wird aber auch nach innen vielfältiger aufgestellt sein müssen. Nicht nur das Thema Männer und Frauen. Sie braucht viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund. Sie wird in breiter Diversität sich aufstellen müssen, auch für Menschen mit Behinderungen, für Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen. Guten Tag und ein neuer Frontbericht aus Charlottengrad, der heute begonnen hat mit einem Video unserer Verteidigungsministerin. Auf dieses Video kam ich, weil ich vor wenigen Tagen mit Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen zusammensaß und ihnen davon erzählte, und sie wollten es mir nicht glauben. Sie sagten, du machst Blödsinn und das kann nicht sein. Dann sagten sie, es muss Satire sein, und heutzutage hat man ja immer seinen Minicomputer, seine Britannica, sein Brockhaus in der Tasche, und dann habe ich via Handy dieses Video ihnen gezeigt und die konnten sich gar nicht mehr einkriegen. Ich sage, das gibt's doch nicht, das ist unglaublich. Bei aller Begeisterung für die Integration von Behinderten ist doch die Frage, ist die Bundeswehr der richtige Ort, um das zu forcieren? Das klingt für mich etwas wie mehr Nichtschwimmer zur Wasserwacht. Und wir machten dann schon ganz böse Witze darüber, wie sich die Bundeswehr entwickelt, ob vielleicht die Taktik ist, dass man einen potenziellen Gegner dazu bringt, dass er sich zu Tode lacht. Stellen Sie sich das mal vor, da ist der Aufmarsch und jetzt hier die Parade, das dritte deutsche Infanterieregiment, und dann mit den Rollstühlen, und ich meine, die Amerikaner oder die Briten oder die Franzosen oder die Russen, die fragen sich doch, was ist mit uns los? Das fragen sie sich ohnehin. Wissen Sie, was man mir in Moskau sagt? Da gibt es zwei Denkschulen, die sind sehr interessant. Die eine Denkschule in Moskau hinter vorgehaltener Hand, die sagen, naja, eure Armee, Zitat, zitieren dürfen wir noch, ich sag's ja nicht, Vorsicht, Vorsicht, also alle politischen Sittenwächter, Zitat, Russland, nicht meine Meinung, die sagen, die Bundeswehr ist völlig verschwult, und wenn wir euch angreifen wollten, dann würden wir das nach 17 Uhr machen, da ist die Kita zu, da würdet ihr euch überhaupt nicht mehr verteidigen, und da würdet ihr nur sagen, ach nein, Krieg, nein, geht ja gar nicht, es ist schon Dienstschluss. Die zweite Denkschule, teilweise übrigens Überschneidungen, die sagen, uns Russen könnt ihr so leicht nicht hinters Eis führen. Was? Wieso können wir euch nicht hinters Licht führen? Dann sagen sie, ja, wir wissen, was eine deutsche Armee ist, und ihr mit euren Fake News. Dann sage ich, welche Fake News? Dann sagen sie, ja, von wegen Hubschrauber, die nicht fliegen, Schiffe, die nicht schwimmen, Kanonen, die nicht schießen, Flugzeuge, die falsch betankt wurden, dass ihr keine Munition mehr habt. Wir glauben euch kein Wort, ihr wollt nur unsere Wachsamkeit einschläfern, ihr wollt uns träge machen, ihr wollt uns einflößen, ihr seid nicht bis auf die Zähne bewaffnet und ihr seid nicht wehrhaft, aber wir haben das in der Geschichte erlebt und wir glauben euch kein Wort, dass die Bundeswehr in so einem Zustand ist. Und da kommt man sich als Deutscher dann etwas dumm vor, wenn man entgegnen muss, nein, da gibt es wirklich Probleme bei der Bundeswehr. Das wird einem nicht geglaubt, und das, obwohl in den russischen Medien viel darüber berichtet wird, zum Beispiel über die Kommandeuse, die eine Frau, die zur Kommandeurin ernannt wurde, die ein umoperierter Mann ist, was in Russland mir dann sogar Freunde vorhalten und sagen, schau dir mal an, wie böse unsere Propaganda ist, die machen wohl nichts mehr, stopp, die greifen selbst die heiligen Dinge an und verbreiten solche Fake News. Und da sitze ich dann etwas gequält da und sage, ja, es ist keine Fake News, und als guter Patriot verteidigt man das dann natürlich auch selbstverständlich. Ich sagte, das muss so sein, und Diversität, und ihr habt keine Ahnung, was echte Wehrhaftigkeit ist, und in einer Armee, ihr verwechselt das, ihr Russen, in der Armee kommt es auf Diversität an, und wenn die Anteile der jeweiligen, sie glauben mir das nicht, sie sagen dann, du machst Quatsch, aber ich muss ja patriotisch sein im Ausland, was will ich denn machen? Es ist ohnehin, also unsere deutsche Bundeswehr, die stellt die Russen vor riesige Aufgaben. Die Dechiffrierabteilungen im KGB und im Kreml, die haben, bin ich überzeugt, ich weiß es nicht, ist ja geheim, aber ich bin überzeugt, die haben schon Sonderabteilungen und Krisenstäbe gebildet, weil sie versuchen zu dechiffrieren, was sich hinter dem Begriff Unisex-Toilette für ein neuer Gefechtskopf verbirgt. Die versuchen herauszukriegen, was wir in Wirklichkeit für eine neue Wunderwaffe meinen, wenn wir von Frauenpissoirs
sprechen. Und sie sind mit Sicherheit rauchen die Köpfe und sie sind am Verzweifeln, weil sie sich denken, was haben die Deutschen da wieder ausgeheckt? Warum können wir diesen Code nicht knacken? Warum wissen wir nicht, was das für ein neues nukleares Rüstungsprojekt ist, das man als Unisex-Toilette bezeichnet? Der Gedanke, dass Unisex-Toiletten wirklich Unisex-Toiletten sind und dass darüber die Diskussion geführt würde, der wäre für die Russen etwas abwegig. Und das würde man dort überhaupt nicht glauben. Und deshalb fehlt in Russland das Verständnis für dieses unglaubliche Friedensprojekt. Es ist eigentlich eine großartige Sache, eine Bundeswehr, die sich quasi selber auflöst, ein Land, das so pazifistisch ist, dass es die eigene Armee zu einer Art Wohltätigkeitsveranstaltung machen möchte, zu einem Wanderzirkus. Sie werden mir das nicht glauben, das deutsche Kontingent in Litauen, das dort eingesetzt wird mit vielen anderen NATO-Ländern. Diese anderen NATO-Länder haben alle höchst moderne Verschlüsselungstechnik für ihre Kommunikation. Die Deutschen haben dort eine Verschlüsselungstechnik, die ein Kind mit einem Funkgerät abhören kann. Und die ganzen anderen NATO-Länder mussten dann für viel, viel Geld ihre Sicherheitstechnik downgraden, damit die so primitiv wird, damit sie auch mit der deutschen Sicherheitstechnik, mit unserer Kommunikation mithalten kann. Ja, es ist eigentlich nicht zum Lachen, es ist eher zum Heulen und es hilft nur Galgenhumor. Es hilft nur der Humor zu sagen, es sei ein Friedensprojekt. Aber in Wirklichkeit ist es das natürlich nicht, weil Frieden funktioniert ja nur durch Abschreckung, wie die Geschichte leider zeigt. Es ist eben nicht ein großer Kindergeburtstag auf der Welt. Es ist eben nicht so, dass alle Vegetarier sind. Und leider haben das viele bei uns nicht begriffen. Wenn man sich die Geschichte ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass das ins Auge gehen kann. Wollen wir hoffen, dass wir Glück haben. Auf was anderes als auf Glück kann man eigentlich kaum noch hoffen. Danke fürs Zuschauen. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Abonnieren Sie uns. Bleiben Sie dran. Schauen Sie wieder rein.